Hallo und ein herzliches Willkommen hier bei Creativeverse mit der Fine. Hallo. Und in der letzten Folge hatten wir ja hier diese Weide gebaut und heute beginnen wir hier mit einem neuen Bauprojekt, mit einem neuen Häuserbau. Und ihr seht, ich habe in der Aktionsleiste mir ja schon ein paar Steinchen zurechtgesucht, die wir da mit benutzen werden. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde einfach sagen, wir fangen auch direkt an, um nicht allzu viel Zeit zu verschwenden und dann hier auch schnell an die Sache ranzugehen. Genau, so, und was macht denn hier unsere Fine? Auf dich warten, weil du wolltest ja deinen Zuschauern was zeigen. Ach ja, klar, stimmt, ich wollte euch ja was zeigen. Wir hatten ja vor 2 Folgen... habe ich euch ja gezeigt, wie in dem einen Pilzhaus ja die Kakteen stehen, um dadurch ja diesbezüglich Blüten zu ernten. Und das möchte ich euch natürlich jetzt auch ganz gerne mal zeigen. Hier mit der ruckelnden Platte auf dem Weg. So, mal hier runter gehen. Ja, die gute Fine, die wartet ja schon da drin, wie man sieht. So. So, hauen wir uns erstmal die Tür in die Gusche. Standard bei dir. Ja. So, jetzt komme ich die Leiter wieder in die hoch. Jetzt. Hopp. So, und so sieht das dann quasi aus, dass die Blüten, die wachsen dann einfach oben auf den Kaktus und Trauben. Die braucht man dann eben halt nur abernten und dann hat man Kaktusblüten. Genau. Und die wachsen nur manchmal 2-etagig oder... kann ich glaube auch 3-etage, das weiß ich nicht. Okay. Gut. Haben wir das auch mal gesehen? Wie gesagt, das werden wir dann, wenn wir unsere Farm bauen, werden wir das natürlich auch so ein Feld mit eingeben. So. Latschen wir mal hier durch den Park durch zu unserer Baustelle. Okay. Hier wächst Schilf. Lass das stehen. Sonst hau ich dich. Ja, ich lass hier stehen. Achso. Sumpfgebiet, kriegst du das? Der Rohrkolben. Nur no, der Rohrkolben. Haben wir auch bei uns im Garten stehen. Das stimmt allerdings. Plus ich weiß nicht, wie man den so hinkriegt, dass man den auf Dauer in die Wohnung stellen kann, ohne dass der anfängt aufzugehen. Also, dass er sich vermehren will. So. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe schon, ja. Oh, der war falsch gesetzt. Da muss ich noch ein bisschen im Internet gucken, ob man den komplett mal in Klarlack eintaucht. Weil Haarspray an sich hilft da ohne wirklich. Na, alles gut bei dir? Ja. Musstest du dich, da musstest du mal ganz kurz husten, hä? Ja, aber ich hab's Mikro ein bisschen weggedreht, ja. So, dass man jetzt gerade dein letztes Wort nicht mehr gehört hatte. Nee, das sitzt wieder dran. Ja, gerade eben warst du ganz kurz. Fehlte gerade das letzte Wort so ein bisschen. Tut mir leid. Ach, alles gut passiert. Es war aber unten bei dir, wo ich unten bei dir aufgenommen hatte, war das auch so, dass dein Mikrofon einige Wörter von mir verschluckt hat. Einfach so. Böses Mikrofon, schäm dich. Ja, na. Kann es nur. Kann es sich das nur wagen, Wörter von dir zu verschlucken? Genau. So, da bauen wir jetzt mal eine 2. Sitzbank hin. Oh, Leafy, gefällt dir das so schön in meinem Blumenbeet? Ja, ne? Schön. Der Leafy wieder in einer Blumenrabatte drin. No. Das sieht schon süß aus. Ja. Hier so hin? Oder lieber da? Ne, ich... Oh. Was? Was?
Jetzt haben wir das schon mal. So. Sieht richtig cool aus mit dem hohen Gras. Ja. Fällt mir richtig gut, ne? Ist doch super. Gut, also das wäre jetzt erstmal hier unser Fundament zum neuen Gebäude, was wir ja quasi hier errichten wollen. Ich überlege bloß gerade, ob ich eventuell, ja, das werde ich wahrscheinlich auch machen, dass wir hier vielleicht eine Treppe einziehen, dass es dann quasi hier wie so ein bisschen erhöht geht. Und hier haben wir natürlich jetzt noch ein wenig, sagen wir mal, Platz. Man könnte es jetzt natürlich auch breiter ziehen, was ja vielleicht auch eine Überlegung wert wäre. Weil ich euch ganz ehrlich sage, ich finde es von der Größe an sich schon so fast optimal gelöst. Dann setze ich lieber hier vielleicht noch ein bisschen, ja, mal gucken, irgendwas anderes hin. Wir lassen es erstmal von der Größe so, wie es jetzt ist, und dann sehen wir weiter. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich brauche dann dafür natürlich hier ein paar Treppen, die natürlich dann dort hochführen. Hier können wir den Bordstein erstmal abmachen. So. Ich mir gleich mal aus der Aktionsleiste noch welche rein, um hier zuzumachen. So und so. Gut. So, und hier setzen wir jetzt mal gucken, wie sieht denn der aus? Ja, nee, der gefällt mir jetzt nicht so gut. Bleib mal hier bei den Platten. Der hat da schon ein bisschen an besseres. Passt mal auf, wir machen das einfach. Wir setzen mal nicht die hier. Wir setzen mal heute die hier drunter. Dann hebt sich das Gebäude wenigstens auch vom Rest ein bisschen mehr ab. So. Und so, wunderbar. Ach ja. So, wie, du hast ja in zwei oder vor zwei oder drei Folgen hast du ja erzählt, dass du ja nur noch, oder dass du jetzt dein Hunted House ja fertig bauen möchtest. Und danach ja den, somit dein Creativeverse Let's Play ja auch beendest. No. Was denkst du denn, wie lange, wie viele Folgen wirst du denn wahrscheinlich jetzt noch raushauen, bevor es dann soweit sein wird, dass da bei dir Creativeverse vorbei Kann ist? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Kann ich dir nicht. Geht denn der Bau gut voran oder eher weniger oder eher schleppend? Ja doch, geht schon voran, ja? Denke ich. Aber das ist halt doof, weil wenn ich dann neben dir noch aufnehmen muss und dann nehmen wir noch gemeinsam auf und... Zeitlich auf. Ist zeitlich ein bisschen bescheiden, meinst du? Ja. Okay. Ja. So. Passt mal auf, ich setze jetzt die Steine hier ein bisschen versetzt hin. Dann hat das mehr diesen Charme nach Plattenverbundweg. Die müssen noch raus hier. Denke ich, ja, hat fürs Auge zumindest, upsala. Macht das, hat fürs Auge wenigstens nochmal so ein bisschen, oh hier, ne, quasi ein Ungleichgewicht nennt man es ja. Ja, da kann man das eigentlich mal machen. So, der war falsch gesetzt. So, upsala. Also mit diesem Geruckel, das ist wirklich schon ein bisschen belastend. Sind zwar immer nur ganz kleine Einbrüche, aber trotz alledem
Dini das ja schon mal vor ein paar Folgen gesagt hat, es macht dann wirklich auch irgendwann keinen Spaß mehr. Wenn man dann ständig eben halt irgendwo runterfliegt oder eben halt ständig irgendwelche Hängerlis hat, dann schon eher belastend als spaßig. Ja, sag ich doch. So, die zweite Bank steht. Oh. Oh, Miro. Hi, Miro. Hi, Fine. Das war jetzt witzig gewesen. Öfter hier? Ja. Aber der Park nimmt immer mehr Gestalt an. Das ist... Der soll ja auch so sein. Ja, na klar, auf jeden Fall. So, dann haben wir jetzt quasi hier die Steine so gelegt, dass wir jetzt immer große Platten haben und dann mal vier kleine Platten haben. Von außen sieht es dann gleichmäßig aus. Ja, wunderbar. So möchte ich das ganz gerne haben, so finde ich das gut. Dann können wir jetzt hier weiterverfahren, indem wir 1, 2, 3, 4 Steine hochsetzen. So quasi unser Dach bilden. Du sag mal, könntest du im Park hier den einen Baum, der hier so vorm Spielplatz steht, könntest du aus dem auch eine Trauerweide machen? Ui, na sicherlich, warte, ich kann es mir auch gleich mal angucken, komm. Weil das gefällt mir so nicht mit dem Baum einfach. So. Kann da eine Trauerweide vielleicht. Lass mich nur mal ganz kurz noch meine Stützen hier fertig setzen. Dann gucke ich mir das gleich mal an. Da haben wir die zumindest schon mal errichtet. Der Hero will grillen. Er will grillen. Der ist gerade oben in dem Häusel drin. Jetzt geht er wieder. Jetzt ist er wahrscheinlich satt. Oder hat es satt, weil er das Feuer nicht angekriegt hat. Ne, das ist ja die ganze Zeit. Achso. Gut. Da gehen wir uns jetzt mal Material dafür holen, was die Fine gerne haben möchte. Dann gucken wir mal. Du sollst das bauen. Ich weiß nicht, wie ich das am blödsten bauen soll. Ja, das habe ich ja schon verstanden, aber ich brauche das Material trotzdem dafür, oder nicht? Ja, außer du kannst es ja aus dem Finger ziehen, dann... Nee, so talentiert bin ich nun da auch noch nicht, dass ich es mir direkt aus den Fingern ziehen kann. Aber ich glaube, du darfst dafür trotz alledem nochmal in Sumpfgebiet gehen und mir mal ein paar Blätter organisieren, weil ich habe nur noch 5. Hä? Warum ich? Willst du das nicht machen? Ja, okay, mach ich's halt. War ja nur mal eine Idee gewesen. Es ist nachts. Mich kleines Mädchen doch nicht überall hin. Ja gut, ist wie im Realleben, also. Schön nachts an die Tankstelle ran. Nö, ich durfte mal damals nachts. Was durftest du nachts? Na, mit dem Hund rausgehen, weißt du, oder mit der Betty. Ja, damals. Ich weiß das, aber du bist da gerade weg gewesen. So, welchen Baum willst du denn hier entfernen? Den hier? Meter. Ja, genau der. Es gefällt mir irgendwie nicht. Okay. Was sagst du? Ja, man kann das schon machen. Dass man hier eine Trauerweide hinpflanzt? Weil wir haben den gleichen dort oben stehen, weißt du? Na klar. Dann würde ich einfach nur sagen, baust du den ab, dann gehe ich mal, da gehe ich mal die Materialien für die Trauerweide holen. Also sprich die Blätter organisieren. Macht's. Hör mal auf zu. Hui! So. Leit mal quasi mal immer Richtung Süden. Wo es die Trauerweiden ja auch zu finden gibt. Zumindest hier auf der Karte. Der Sonne entgegen oder was? Ne?
Ey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Nein. Was geht? Der Sonne. So, können wir ja gleich mal so ein paar mitnehmen. Paar Rüben mal kurz reinpfeffern uns. So. Also ich hatte mal mitbekommen, wenn man jetzt irgendwie, ich weiß aber nicht mehr, was das, wenn man diese Lebensmittel, die man ja herstellen kann, Sandwich, Kuchen, so, Ja. wenn man die selber isst, dann kriegt man selber mehr Gesundheit, Ausdauer oder was weiß ich. Aber nur für eine kurze Zeit. Ja, für ein paar Minuten. Beispiel habe ich jetzt gerade eine Rübe gegessen und habe jetzt nur noch 5 Minuten 14 erhöhte Gesundheit. No, und das geht aber länger, wenn das halt, wenn du halt das gekochte kochtest. Mal durch. Oder wir probieren das doch mal da, mit diesem, du mir zuschaust und das gleichzeitig mit auf. Ja, das kann man theoretisch machen. Und dann könnte ich jetzt schon mein Handtelefon mehr aufnehmen. Ja, da fehlt immer noch deine Tonspur. Ja, warum? Du hörst doch mich. Ach so, Weil. das. Ja, das könnte man dann eigentlich mal. Ach, alles gut. Das könnte man dann Wir sind eigentlich doch mal im probieren. Sprachchat drin, da hört man hört mich doch in deinen Folgen. Das stimmt allerdings. Das ist So. doch. Aua, Weil so muss was ich nie ist denn extra euer aufnehmen. bekloppt? Ja, klar. Können wir dann quasi in der nächsten Aufnahme gleich mal probieren, ob das so funktioniert? Oder ob es dann zu sehr ruckelt bei dir oder so. Ja, werden wir probieren. Ruckeln tut er auch jetzt gerade. Ja gut, das Ruckeln tut es jetzt bei mir auch und ich mache ja gar nichts weiter außer einen Sprachchat im Hintergrund haben, Ja. aber ich denke mal, das ist aber diesmal von Quatsch, nicht Creativeverse, weil ich hatte sonst nie Probleme und da haben wir teilweise mehrere Leute im Sprachchat gehabt. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Und konnte das bei Daylight nebenbei spielen, das ist ja eigentlich auch grafisch sehr hoch auf. Da denke ich mal nie, dass das jetzt irgendwie. Brauchst du zufällig gelbe Blüten? Ich habe so viele davon. Nee, derzeit brauche ich keine gelben Blüten. Aber hebt doch sowas auf. Man weiß ja Ja, ich nicht, für heb was man die es mal auch auf. gebrauchen können. Ich schmeiß die jetzt nicht weg. Weg, Müll, alles weg. Nee, weil dann könnte ich nämlich so nebenbei jetzt schon das Handelshaus fertig machen, weißt du? Ja. Ja, wie Und gesagt, sag dann. wir können das ja Ups. gerne in der nächsten Aufnahmerunde, kann man das dann gleich mal probieren, ob das so funktioniert. Ich habe Weil da ja dann auch habe ich zwei, auch drei mehr Gedanken. Zeit, weißt du? Weil Ja. jetzt ist es so, ich denke mir im Hintergrund immer, ja, willst du auch fertig werden und bla. Und ich habe ja noch ein paar Grundideen für das Ding, für ringsherum, weißt du? Das ist ja nicht nur das Haus bauen, ich habe ja auch für das Gelände ein bisschen. Braucht Ja, dann schon ja. mehr Zeit und so weiß ich dann auch, was ich bauen kann. Ja, So ja, gehe ich nie ja. wieder in die Folgen rein und so. Ja, ach, halt die Klappe. Hä, wieso? Was ist los? Ah, mein Tablet war wieder der Meinung, dass ich mit der rede. Achso, ne, das habe ich jetzt nicht gehört. Ach so, ich dachte. Ach, da ist Nö, das neue weil Headset doch so dein. gut. Ja, naja, weil das Headset ab einer bestimmten Lautstärke erst aufnimmt, deswegen ist immer das letzte Wort bei dir, was fehlt. Oh, das tut mir leid. Ja. Immer so das letzte Wort, das fehlt dann Headset meistens, auf? weil du gerade in dem Augenblick mit der Stimme runtergehst oder weil du vielleicht doch gerade mal ein bisschen leiser redest oder sonst was. Und das ist immer das letzte Wort, was dann fehlt. Und ja. So, mein Tablet ist bei 95% Akku. Super. Können wir dann wieder die nächste Nacht komplett Kronk angucken? Mit Minecraft, was dann am nächsten Morgen früh immer Oh. noch läuft, oder was? Ja, ich habe ja 380 hatte ich angemacht, weil ich dachte, ja gut, wird schon dann schon zu Ende sein.
Und dann lief das heute früh immer noch, wo ich aufgestanden bin. Ich so, schön, wirst du halt mal heute vom Gronkh geweckt. Ist so, oh, nicht schlecht. Der Erik, der uns wecken tut. Und ich muss dazu sagen, ich muss mir das nur angucken, weil mein Fernseher mir aus dem Schlafzimmer. Also im Schlafzimmer, ja, weiter. Was weiter? Ja, aus dem Schlafzimmer, das war dein letzter Satz. Deine Achso, letzten Wörter. entführt wurde. Achso. Und ich krieg den nie wieder. Der steht bestimmt schon seit gut 2 Monaten nicht mehr da oben. Ja. Ja. Ich armes, geplagtes Kind. Ach, du Aber armes, hier würde auch geplagtes gut Kind. ein Bäumchen hinpassen. Du arme, geplagte. Ja. Du Ja, genau. arme. Ja. Bemitleide mich mal ein bisschen. Ja. So, der Baum ist übrigens weg. Schön. So, ich habe ein Was macht Set. man? Nice. Was macht man eigentlich hier so in die Ecke? Da fehlt irgendwie was. Hier so. Irgendwie fehlt hier was, oder? Was sagst Ja, du? na gut, man kann ja, man kann es ja als freie Fläche stehen lassen. Ja, gut. Ja. Also ich habe jetzt hier Könnte gerade ja so ein. ein paar Teppiche oder so hinmachen. So als Wiese. Hier Liege. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, klar. Ich habe jetzt hier Als gerade mal so Decken und ein. so. Ich habe jetzt hier gerade mal so einen Baum hingesetzt. Da steht sogar, dass der wachsen würde. Na gut. Probieren wir es mal. Genau, wir testen es einfach mal aus, ob der vielleicht wächst. Und dann. Sehen wir Mensch, weiter. Leafy, du sollst immer auf der Bankkante sitzen. Geht doch. Gunpowder, wenn du willst, unten in meinem Lager, erste Kiste. Da wackelt sogar das Horn bei dem mit vorne, wenn der läuft. Ne? No? Ich finde das total drollig. Ich musste mal von vorne angucken, wenn der zu dir kommt. Die Beine, musst du mal drauf achten. Ja, ich sehe es gerade. Das sieht total geil aus. Ich finde die kleinen Viecher so geil. Willst du kein Gunpowder mitnehmen? Nö, jetzt gerade nee, weil ich jetzt gerade keinen brauche. Aber zum späteren Okay. Zeitpunkt nehme ich da gerne welchen mit. Ja, ich habe auf die Sitzrichtung geachtet. Ja, wichtig. Jetzt läufst du gerade wieder im Sitzen, bist gerade wieder im Sitzen rumgelaufen. Oh jo. Nee, habe ich diesmal darauf geachtet, dass man auch hier so auf die Seite sitzt. Okay. So, okay, Freunde. Das war's schon wieder für die Folge von heute. Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Aufnahmepause und testen mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und die Fine macht doch ihre Lampe aus. Kann ich nicht. Warum? Wenn ich sitze, geht das Jetzt. nicht. Jetzt ist er aus. Ja, ich habe aber nicht So. mehr gesessen. Nö. So, und da bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zusehen. Schaltet auch sehr gerne morgen wieder ein. In der Hinsicht, macht's gut. Ciao. Ohne X.